Hallihallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Eric556-HD und heute zusammen mit niemandem. Wir sind heute alleine und wir spielen heute wieder den Train Simulator plus das U-Bahn-Add-on. Und ich habe schon mal in einer Folge gezeigt, wie eine andere U-Bahn angeht. Also die etwas ältere Version. Und jetzt werde ich mal zeigen, wie die neuere Version angeht. Eigentlich im Prinzip relativ simpel und relativ gut. In die Außenperspektive könnt ihr mit 2 und 1, ich erkläre alles nochmal Schritt für Schritt. So, in der U-Bahn ist es so, dass man, wenn man dann hier in seinem Kabuff sitzt, kann man hier ranzoomen mit dem Mausrad. Und dann dreht man diesen Schlüssel hier nach vorne. Dann Driver's Cap on, so wollen wir das. Dann drückt man hier auf die Batterie, den Pantographen und den Hauptschalter. So, und jetzt ist alles an. Dann mache ich immer noch meinen Scheinwerfer-Ding da ein. Türen auf, Türen zu. Und wenn die Leute selber ihre Türen aufmachen wollen. Hier ist Türen auf für rechts, Türen auf für links und Türen zu. So, den Kurs machen wir einfach mal den 07. Ist eigentlich immer vollkommen egal, welchen Kurs man nimmt. Wir sind heute die 92. Also für die, man muss immer, weil es gibt ja von U1 bis U9 in Frankfurt, also in diesem DLC hier, und da muss man immer 9-2 zum Beispiel, jetzt fahre ich ja die U9. Da muss man hier immer dann die Linie einwählen, 9-2, und dann das Ziel, da werde ich euch nochmal diese Webseite verlinken, wo es die ganzen Zahlen gibt für die jeweiligen Stationen. Wir fahren vom 712, also vom von unserem Startposition, dem Südbahnhof, müssen wir unseren Startpunkt immer eingeben und unseren Zielpunkt. Also es geht nicht nur so, dass wir unseren Zielpunkt eingeben. Und unser Zielpunkt ist die 716. Und dann drückt man hier auf den Pfeil und dann geht das hier los. So, und jetzt können wir auch in die Außenperspektive gehen. Und da steht dann Bad Homburg-Gonsenheim. So wollen wir das. Und jetzt könnte man auch losfahren. Nein, kann man natürlich nicht, weil man muss nämlich hier den Hauptschalter drehen. Und dann kann man den Hebel nehmen und losfahren. Ja, und so funktioniert im Prinzip das Spiel schon. Ja, man kann hupen, klingeln, machen, was man will. Und natürlich immer schön die Stationen hier fahren. So, und dann drückt man hier auf die Türen, dann gehen die Türen hier auf, dann können die Leute einsteigen. So, meine lieben Freunde, das war's von diesem Video, von meiner Seite aus. Und wenn ihr mal wollt, dass ich auch mal eine U-Bahn-Strecke fahre, je nachdem, welche U-Bahn halt, was eigentlich vollkommen egal ist, einfach irgendeine U-Bahn-Strecke, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da und ein Abo und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!